Kaj mislite, kje je bilo več drenja na bankah? Was so eine Münze 35 Dollar gekostet hat? Takrat, ki je koštala recimo zle 35 dolarjev. Oder als eine Münze 800 Dollar gekostet hat? Takrat, ki je 800 dolarjev koštala. 800. Können Sie das verstehen? A to lahko razumete? Ist das logisch? Je to logično? Und ich sage Ihnen heute wieder ein preisliche Veränderungen voraus. Danes vam dam prognozo za prihodnost. Und lassen Sie sich nicht beirren auf dem Weg der Preisveränderung. Ne se pustiti motati, kar se tiče drugih napovedi. Es gibt auch Korrekturen. Obstoja korekcije. 30%. 30%. 50%. 50%. Wenn solche Korrekturen kommen, če take korekcije pridejo, nutzen Sie das wie in einem Supermarkt. To izkoriste kot super priložnost v supermarketih. Das sind Sonderangebote. To so posebne akcije. Für deutlich mehr zu kaufen. Ki lahko več dobite. Nur, dass Sie in Ihrer wissenschaftlichen Meinung vorbereitet sind. Samo, da ste lažje pripravljeni na take situacije. Korrekturen sind für Nachkaufen da. Korekcije so pametno, da se izkoristi za dokup. Sie haben einen großen Vorteil hier in Slowenien. Tukaj imate veliko prednost v Sloveniji. Sie haben gut ausgebildete Personen zu diesem Thema. Imate dobro šolane ljudi za to temo. Schön für Sie. Lepo za vas. Besonderheiten. Posebnosti. Was war zur selben Zeit in Aktienbereich machbar in diesen Zeiten? Kaj je bilo posebnega v delnicah v teh časih? Also wir reden jetzt von dem Faktor Zeit. Hier hinten ein Jahr und zwei Monate. Tukaj govorimo o zadnji fazi eno leto in tri mesece. Also als der Goldpreis von 200 auf 800 marschiert ist in 14 Monaten. To je takrat, ki je zlato šel ekstremno navzgor. Haben einzelne Aktien, die an der Börse notiert waren, diese Prozente gemacht. So posamezne delnice takrat zrasle za te procente, ki jih tukaj vidite. Wie war das über 5 Jahre? Kako je bilo v petih letih? Von 75 bis 80. Od 75 do 80. Wenn man damals 100.000 Aktien für 7 Cent, also 7.000 Dollar investiert hat. Če ste takrat investirali 7 centov, hat man 5 Jahre später, ste imeli v petih letih kasnej, für den Verkauf 38 Millionen bekommen. Ste dobili 38 Millionen. Nur, dass sie vorbereitet sind. Sondern, dass sie vorbereitet sind. Also wir reden von diesem Zeitraum 5 Jahre, mal minus 50% und dann geht's los. Torej, govorimo o teh obdobjih, ko so bili po 50% minusi. Und solche Situationen haben wir wieder und die werden sich noch stärker verschärfen. Take situacije imamo zopet in te se bojo še po ostrile, zaostrile. In den letzten 10 Jahren wurden 2500 Tonnen aus dem Boden gefördert. V zadnjih desetih letih je bilo 25.000 ton proizvedenega zlata. Man war aber auch 10 Jahre lang auf der Suche nach Gold. Ampak so tudi 10 let iskali nova nahajališča. Und hat nur 6.000 Tonnen neu entdeckt. In kljub temu so vsi na svetu odkrili samo 6.000 ton novega zlata. Das ist wie bei Ihnen zu Hause. To je tako, kot pri vas doma. Wenn Sie jeden Tag 5 Schnitzel aus dem Kühlschrank nehmen. Če vsak dan vzamete 5 šnicelov iz hladilnika. Und der Mann bringt immer nur 2 mit nach Hause. Mož pa prinese samo 2 domov. Wundert sich die Frau, dass sie eines Tages keine 5 Schnitzel mehr rausnehmen kann. Ja, potem žena more spet enega dne 5 ven vzeti. Und das kommt im Gold genau auf uns zu. To lahko pričakujemo pri zlatu. Man würde gerne fördern, wenn man wüsste wo. Radi bi dobili, ja, te zadeve iz zemlje samo, če bi vedeli kje. Welche Perspektiven hat man in der Anlage? Kakšne perspektive so v naložbi? Wir vergleichen einfach, wie sind Goldvorkommen im Boden bei der ein oder Aktie bereits bewertet. Treba je primerjavo delati, kako so določene nahajališča glede na različno delniško družbo ovrednoteno. Schauen, wie viel Gold ist im Boden. Pogledamo, koliko je zlata v zemlji. Wenn man weiß, wie viel im Boden ist, weiß man, wie viel ist es in der Aktie eingepreist. Če vemo, koliko je
v tleh, potem vemo, kako je to že upoštevano v delnici. Nehmen wir einfach drei große Goldproduzenten. Vzemimo tri velike proizvajalce. Einer heißt Polios Gold. Ena je Polios Gold. Newmont Mining. Newmont Mining. Barrick Gold. Pa Barrick Gold, vse poznane firme. Jede Unze, die im Boden ist, ist in der Aktienbereich mit einem Preis von 350, 200 oder 180 Dollar berücksichtigt. To se pravi, pri vsaki je glede na tržno kapitalizacijo že upoštevano ali 350, ali 200, ali pa 180 dolarjev. Und wenn man das sieht, dann weiß man, aha, wenn es günstiger ist wie 180 Dollar, dann wäre es ein Schnäppchen. Torej, potem lahko izhajamo z tega, da če je ena, ki je cenejša kot 180 dolarjev po unci, potem je sigurno ena zelo dobra priložnost. Und dann schaut man, was ist der Preis bei einer noch nicht produzierenden Gesellschaft? Potem pogledamo, kakšna je cena pri eni družbi, ki še ni v proizvodni, torej ni v tretji fazi, die den größten Goldfund in Afrika der letzten 20 Jahre hat. Ki je v največje nahajališče v zadnjih 20 letih, ja, ki je na zemlji najden. Und dann versteht man die Zahlen im Verhältnis zueinander. In potem primerjamo številke v primerjavi z ostalimi številkami. Was wäre ein besonders günstiger Preis im Einkauf? Kaj bi bilo po vaše posebej pocen? Recimo, če primerjamo, da je tretja Barrick Gold pri 180 ameriških dolarjev po unci. Kaj bi bilo recimo pri ta zadnji firmi ugodna cena? Oziroma razmerje zlato na delnico. Manj kot 180, ne? Manchmal kann man es nicht glauben, aber die Turbulenzen machen es möglich. Turbulence omogočajo. Trenutna cena te delnice, če primerjate, glede na to, kaj se dogaja, pa koliko je delnica potem padla, je ocenjeno za 7 dolarje, pa veste, kakšna je primerjava z ostalimi delnicami. Als die Aktie 6 Millionen Unzen Gold im Boden bestätigt hatte. Ko je delniška družba imela 6 milijonov unč potrjenih v zemlji, war der Kurs bei 8 Dollar. Je bil tečaj pri 8 dolarjev. Die Geologen haben weiter gearbeitet. Geologi so delali naprej. Und aus 6 Millionen wurden 28 Millionen Unzen. In 6 Millionen je nastalo 28 Millionen Unzen. Und die Aktie kostet heute nicht 8 Dollar, sondern delnica danes ne košta 8 dolarjev. Normal wäre mal 4. No, normalno bi bilo krat 4, zato ker so za 4 krat več substance najdeli. Das wären 32 Dollar. To bi bilo 32 dolarjev. Und was kostet sie? Koliko stane? Das ist wie im Sonderangebot im Supermarkt. To je poseben popust kot v supermarketu. Und solche Gelegenheiten einfach besonders nutzen? Vprašanje je, če se splača v take stvari posebno izkoristiti in investirati. Weil damals 1970, 1980 V preteklosti 1970-1980 leta sind immerhin von den Leuten zwischen 15% und 20% in die physische Ware Gold investiert worden. So ljudje nekje poprečno 15% do 20% investirali v plemenite kovine. Heute ist viel mehr Geld in der Menschheit vorhanden. Danes je veliko več denarja v obtoku. Heute sind viel mehr Marktteilnehmer da. Danes je veliko več udeležencov na trgu, to se pravi več strank. Siehe zum Beispiel diese Aussage China mit 1,3 Milliarden Menschen. Če pogledate primer, ki smo imeli z Kitajsko, da je samo z odobritvijo na Kitajskem naenkrat prišlo do 1 milijardo 300 milijonov več kupcev. Und heute sind nicht 20% in Gold. Danes 20% ljudi v zlatu. Sondern nur 0,4% der Menschen. Ampak samo ni celih 4% ljudi v zlatu. Und wenn die aufwachen, in če se ti zbudijo, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ne vem, kako bo to potem šlo. Also die können dann Gold-Zertifikate kaufen. Potem lahko zlate certifikate kupijo. Aber das ist ein Stück Papier. Ampak to je en konček papirja. Und wenn Sie Gold-Zertifikat vor 2 Monaten von Lehman Brothers gekauft haben, če ste pred 2 meseci od Lehman Brothers certifikate kupili, dann verstehen Sie den deutlichen Unterschied zwischen physischer Ware und Papier. Potem razumete veliko razliko med fizično, ja, obliko ali med papirjem. Und das muss man einfach mitnehmen von solchen Tagungen wie heute.